Hi, hier ist Christian und herzlich willkommen zu meinem Unboxing, aber wie gewohnt auch meinem ersten Eindruck vom Huawei oder Huawei P30 Lite in der New Edition, das heißt in der Ausgabe 2020. Und in diesem Video werde ich natürlich nicht nur ein paar Worte zum Lieferumfang los, sondern wir werfen auch einen ausführlichen Blick auf das Gerät, was man im Grunde genommen aus dem vergangenen Jahr schon kennt und im Grunde genommen auch nur in drei Punkten überarbeitet wurde, nämlich zum einen bei der Frontkamera, beim Arbeitsspeicher und auch beim internen Speicher. Von daher bin ich wirklich gespannt, ob sich der Anschaffungspreis von 349 Euro tatsächlich für dieses Smartphone lohnt. Jetzt kommt aber noch ein ganz kurzes Intro und dann geht schon los mit dem Unboxing und auch meinem ausführlichen Ersteindruck vom Huawei P30 Lite New Edition. Damit beginnen wir auch schon das Unboxing vom Huawei P30 Lite in der New Edition. Und am Anfang gibt es natürlich erstmal einen ganz kurzen Rundgang um diese Verpackung. Die ist komplett in weiß gehalten. Oben haben wir das Huawei oder Huawei Logo. Huawei P30 Lite steht da nochmals in der Mitte. Und dort haben wir den Hinweis, dass ich die New Edition habe, nämlich in einer leicht überarbeiteten Version gegenüber des vergangenen Jahres. 6 GB Arbeitsspeicher, 48 Megapixel Triple Kamera, komme ich nachher noch drauf zu sprechen, und 256 GB interner Speicher. Im Fuße der Verpackung habe ich Hinweise, dass das zum einen nicht für den Verkauf gedacht ist, weil es natürlich ein Pressesample ist, auf der anderen Seite aber auch die Farbe Breathing Crystal bekommen habe, gibt es noch in drei weiteren Farben, nämlich Schwarz, Weiß und Blau. Die haben auch alle ganz tolle Namen und das wird verkauft zu einer UVP für 349 Euro. Von daher würde ich sagen, packen wir das gute Stück aus und werfen einen ersten Blick auf das Gerät. Ganz kurz zur Seite, dann haben wir hier natürlich eine kleine Tasche. In diesem Falle mit dem SIM-Karten-Tool. Ich gehe mal davon aus, dass bei der Verkaufsversion, zumindest war es im vergangenen Jahr so, auch eine Schutzhülle diesem Smartphone beiliegt. Dann haben wir Netzstecker, Ladekabel und ein paar Kopfhörer. Und genau damit fange ich an, und das könnt ihr hier bereits sehen, mit 3,5 mm Klinke. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, nicht nur dieses Headset nativ anzuschließen, sondern natürlich auch jedes andere kabelgebundene Headset, was ihr bereits zu Hause habt. Kopfhörer wieder von der einfachen bis durchschnittlichen Sorte. Ich denke auch vom Klang wirklich nichts Besonderes. Allerdings auch wieder sehr schön, dass generell was beigelegt wird. Und dann haben wir hier ein Netzteil, soweit ich weiß, mit 9 Volt und 2 Ampere Schnellladen. Ich gehe mal davon aus, dass der Akku so in 90 bis 100, 110 Minuten wieder vollständig damit aufgeladen ist, aufgrund der Größe des Akkus, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Und dann zu guter Letzt noch das Ladekabel, auf der einen Seite natürlich mit USB-A, das heißt für den Netzstecker gedacht, auf der anderen Seite mit USB-C. Das heißt, dieser kleine Stecker, den könnt ihr wechselseitig im Smartphone einstecken bzw. unterbringen. Kommen wir damit zu dem Gerät an sich. Vorderseite, Rückseite, Folie. Ein sehr schönes Geräusch, und das ist die Rückseite in Breathing Crystal. Wie gesagt, gibt es noch in Schwarz, Weiß oder auch Blau, und die Gehäuserückseite besteht aus Silikatglas, so wie ich das gelesen habe. Das müsste Kunststoffglas sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass das tatsächlich echtes Glas ist, so wie man das zum Beispiel von Galaxy S-Modellen, Note-Modellen oder auch aus der Huawei P-Serie, das heißt dem P30 zum Beispiel, kennt. Wir haben hier Abmessung von 152,9 x 72,7 x 7,4 mm in der Dicke. Die Gehäuserückseite leicht abgerundet zu den Ecken. Das sieht schon mal sehr gut aus. 159 Gramm Gewicht haben wir. Allerdings hat dieses Gerät keine IP-Zertifizierung. Das heißt, ihr solltet nicht wirklich mit diesem Gerät in die Badewanne oder Dusche springen, um damit mal eine Runde tauchen zu gehen. Ich denke mal, ein paar Regentropfen werden auch diesem Gerät nichts ausmachen, da die meisten Geräte mittlerweile irgendeine Form von Nanobeschichtung vorweisen können. Aber wie gesagt, nicht tauchen, nicht baden, nicht ins Klo werfen. Ich starte das Gerät und dann schauen wir uns erstmal das Display an, was uns auf der Vorderseite erwartet. Es ist ein IPS-Display, in diesem Fall mit einer Diagonalen von 6,15 Zoll und Full HD Plus Auflösung, das heißt 2312 x 1080 Pixel und eine ja, durchaus gute Pixeldichte von 415 ppi. Und wie ihr sehen könnt, im oberen Bereich keine Lochnotch, sondern die sogenannte Water Drop oder True Drop Notch,
wie sie bei Huawei genannt wird. Dort oben sitzt auch die erste Änderung, nämlich dort in dieser kleinen Notch die 32 Megapixel Frontkamera mit f2.0 Blende. Das war bei dem Vorgängermodell so um die 20 Megapixel, glaube ich. Das heißt, die Frontkamera wurde nochmals überarbeitet und das ist momentan ja die Einrichtungsfläche, die ihr momentan hier auf dem Gerät sehen könnt. Einrichtung werde ich gleich mit euch durchführen. Auf der rechten Seite Power-Button, Lautstärkewippe mit guten Druckpunkten, muss ich sagen. Im Fuße des Gerätes haben wir unter anderem USB-C-Anschluss, Mikrofon für Telefonate, Lautsprecher, 3,5 mm Klinke. Auf der linken Gehäuseseite haben wir nichts, aber im oberen Bereich zweites Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung und den Schacht für die Nano-SIM-Karte bzw. für zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Das heißt, den internen Speicher von 256 GB könnt ihr hier nochmals um weitere 512 GB erweitern, 6 GB Arbeitsspeicher und hier werkelt der Kirin 710 64-Bit Octa-Core im Inneren, ein Prozessor, den man bereits aus dem vergangenen Jahr kannte. Ich würde sagen, wir starten mal das Gerät oder vielmehr die Einrichtung, denn ich habe euch schon das meiste zu dem Gerät gesagt. Was ich noch erwähnen möchte, ist natürlich die Akkukapazität. Hier sprechen wir von 3340 mAh. Das ist jetzt gegenüber eines Huawei Nova 5T, was vor einigen Wochen erst vorgestellt wurde, etwas weniger. Das Display ist allerdings auch etwas kleiner. Aber ich denke, Laufzeiten so von einem, 1,2, 1,3 Tage dürften hier ohne Probleme möglich sein. Ihr seht, ich überspringe die meisten Punkte, damit ich euch einfach mal die Oberfläche zeigen kann. Ich möchte an keinem Programm teilnehmen. Ich möchte natürlich, dass das Gerät immer die aktuellste Software besitzt. Und das ist dann die Oberfläche in diesem Falle. Und ihr könnt das oder das geschulte Auge sieht das vielleicht noch mit Android 9 und Emotion UI 9.1 auf Basis von 9.0. Das heißt, ein Update auf Android 10 wird auf jeden Fall bei diesem Gerät erscheinen. Wann das sein wird, kann ich euch leider nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall im Laufe des Jahres sein wird. Allerdings in diesem Falle noch mit Android 9 unterwegs. Was ich aber auch etwas schade finde, da wir jetzt mittlerweile oder fast Februar 2020 haben und dort dann auch eigentlich Android 10 drauf laufen sollte. Das ist so ein Punkt, der mich momentan so etwas an dem Gerät stört. Ansonsten, was ich euch noch sagen möchte, ist natürlich Triple-Kamera auf der Rückseite. Zum einen 48 Megapixel f1.8 Blende. Das ist also die ganz normale Kamera, Weitwinkelkamera. Dann haben wir eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 8 Megapixel und eine Bokeh-Kamera mit 2 Megapixel. Und Videos sind in maximal Full HD möglich, also keine 4K. Und das habt ihr natürlich auch schon gesehen, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Das heißt, darüber habe ich die Möglichkeit, das Gerät zu entsperren. Und wie man das von Huawei kennt, wird die Entsperrgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei diesem Gerät wirklich sehr gut sein. Erster Eindruck, ganz, ganz leichte Knackgeräusche. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Abmessung, Formfaktor wirklich sehr gut, ist ein sehr handliches Gerät mit 6,15 Zoll, 159 Gramm ist auch nicht wirklich viel. Erreichbarkeit der Tasten, gut, leichtes Umgreifen bei der Lautstärkewippe, aber ansonsten sieht das tatsächlich schon ganz gut aus, muss ich sagen. Wie sich das natürlich im Alltag schlägt, momentan bei mir mit einem Nova 5T, mit einem Galaxy A51, das muss ich natürlich die nächsten Tage sehen. Ansonsten hinterlasst mir doch mal gerne Kommentare, mit welchen Smartphones ihr gerne Vergleichsvideos sehen würdet, beziehungsweise was ihr im Testbericht hier zum Huawei P30 Lite New Edition sehen möchtet. Damit bin ich am Ende mit meinem Unboxing und auch meinem ersten Eindruck vom Huawei oder Huawei P30 Lite New Edition und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr natürlich bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.